Und in jedem Menschen gibt es so etwas wie innere Kinder oder weibliche und männliche Anteile oder auch spirituelle Anteile und auch sehr instinkthafte, tierhafte Anteile. Guten Tag, ich bin Arthur Wittemann. Ich bin gerade im Maitreya-Zentrum in Prag, wo ich ein Seminar geleitet habe für Therapeuten und Psychologen. Ich habe zusammen mit meiner Frau eine Schule gegründet, in der wir eine neue Art von Psychologie entwickelt haben. Und diese Psychologie behauptet, dass jeder Mensch verschiedene Personen gleichzeitig ist. Das klingt etwas schizophren am Anfang, aber wenn man sich daran gewöhnt, macht es sehr viel Sinn. Es sagt eigentlich nur, dass unsere Psyche nicht eine Einheit ist, sondern verschiedene Kräfte beinhaltet, die ganz unterschiedliche Wünsche und Ziele haben. Es könnte zum Beispiel sein, dass in mir ein Teil lebt, der möglichst viel Geld verdienen möchte. Es gibt aber auch einen anderen Teil, der Menschen helfen möchte. Und vielleicht haben diese beiden Teile einen Konflikt in mir. Und mit der Methode, die meine Frau und ich entwickelt haben, kann man mit den verschiedenen Teilen direkt in Kontakt treten. Das heißt, Sie könnten jetzt mit dem Teil mit mir sprechen, der vor allem an Geld interessiert ist. Der ist ehrlich gesagt nicht so groß, wie es jetzt klingt. Und Sie könnten mit dem Teil mit mir reden, in mir reden, der gerne mit Menschen arbeitet und an der Entwicklung von Menschen interessiert ist. Und Sie würden zwei ganz unterschiedliche Personen treffen. Und in jedem Menschen gibt es so etwas wie innere Kinder oder weibliche und männliche Anteile oder auch spirituelle Anteile und auch sehr instinkthafte, tierhafte Anteile. Und die unterscheiden sich sehr und die kämpfen oft miteinander. Und wenn man sie kennenlernt und sich ihrer bewusst wird, hat man viel mehr Frieden innerhalb der eigenen kleinen Gesellschaft. Das ist die Arbeit, die ich hier mit den 20 Therapeuten gemacht habe. Ich möchte den Therapeuten lehren, auf diese Weise mit ihren Patienten und Klienten zu arbeiten.